Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. Ja, zu den Director's Cut-Folgen sozusagen. Denn wir haben ja in der letzten Folge das Spiel beendet auf der Seite von Samt. Und jetzt werden wir versuchen, das Ganze nochmal für Oscar zu machen. Dazu möchte ich euch zuerst was zeigen. Nämlich, ich habe jetzt mal offscreen die drei Missionen nochmal wiederholt, die ich wiederholen möchte. Also einmal das mit den Tauchen, wo ich zu oft gestorben bin. Sieht man, habe ich jetzt 0 Tote. Die Mission hier habe ich jetzt 100%, da mit den verrückten Weibern, wenn man sie so nennen könnte. Die eine, die sich in den Succubus hat verwandeln lassen. Übrigens ist mir erst beim zweiten Mal Durchspielen von der Mission was aufgefallen. Und nachdem hier der Herr Bannister, der Lord Bannister erwähnt wurde, nämlich, dass die Familie von den beiden Spark heißt. Spark und Bannister. Ja, wem kommt das wohl bekannt vor? Ja. Und dann habe ich nochmal die Mission 2 des vierten Akts gemacht mit dieser einen gemeinen Nebenquest. Ich habe es zweimal versuchen müssen, bis ich es geschafft habe, weil das ist irre anstrengend. Man braucht nämlich die ganze Zeit ein Squad beiseite, der ständig diese Karawanen überfällt. Das war wirklich mies. Ich hoffe mal, sowas kommt bei der Oscar-Kampagne hier nicht nochmal vor. Okay. Aber jetzt werde ich das Spiel laden. Hoffentlich an der Stelle, wo wir wieder die Entscheidung haben zwischen Oscar und Samt. Werde Samt töten. Und dann hoffentlich werden wir dann die Oscar-Mission freigeschalten haben. Also drückt mir die Daumen. No darkness was ever so black. Not even in the bottomless pit. The deepest level of Gruv Urtat is where evil resides. True evil, as in the malevolent heart of the Phantom King. If you manage to tame him, surely nothing can stop you from seizing Castle Twilight, and with it, the Ardanian throne. All you need to do is to find a legendary forge, withstand the attacks of the Dwat forces until the key is remade, and then battle your way to the cell holding the Black Phantom. Surely, a tiny piece of minty fresh cake. Jo, den Text kennen wir ja schon mal, wobei ich keinen minzfrischen Kuchen mag. Das stelle ich mir dann irgendwie komisch vor, wie ein Kuchen mit Zahnpasta. So. Out of the pit into a hellhole. Samt, du musst sterben. So, Truppen. Verkloppt ihn. Jo, Samt hat doch einiges Druck. Einfall der Helden können wir ignorieren. Die werden eh von beiden Fallen zermalmt. Höchstwahrscheinlich. Oh, habe meine eigenen Truppen. Könnte eine Heilung gebrauchen. Weil Samt hat doch schon einiges drauf. So, Helden im Gift. Sterbt einfach. Und Samt, du könntest auch langsam sterben. Doing. So, jetzt sind alle tot. Und die Hälfte meiner Imps übrigens auch. So, jetzt ist er tot. Und hat keinen einzigen von uns mitgenommen. Haha. I'm alive! I'm more alive than ever! We don't need any stinking reinforcements. The blood of Fervus is coursing through my veins. The strength of the gods is in my immortal soul. Yeah, you're like that thing that won't die in that play that never ends. On another note, I don't know how she managed, but shortly before heading out to fight the Archdemon, I received a letter from the wife.
Maybe I'm misreading her, but the letter reads like a threat. Says she will bar the door to her bedchamber for all eternity if I don't return at once. Apparently the roof of the West Wing is leaking and her sundial is ticking, whatever that means. If it's a joke, it's not a very funny one. Got more than what you asked for, did you? Can't handle it? I'll write her an answer, telling her about our victorious journey. We're not going home just yet. Not while we still have a kingdom to conquer. Let's head back to where the grass is green and the girls are a tad more witty. Let's head for Ardania. We've got a date with destiny. Jo. Das kennen wir ja alles schon eigentlich. Ah, okay. Ah, das ist jetzt irgendwie komisch. Wir haben nämlich alle Missionen sozusagen freigeschalten. Von der Oscar-Reise. Sehe ich gerade. Weil guckt mal nicht auf den Beschreibungstext, sonst spoilert ihr euch. Guckt nur unten auf die Bewertungen. Also hier oben haben wir 100% beim gelben Stern, das sind die Hauptquests, und 100% beim lilanen Stern. Und 0 Baltode. Hier sind jetzt 00. Strich 00 Strich 00 Strich überall 00 Strich, also alles freigeschalten, alle 5 Missionen, aber halt noch nichts erreicht. Okay. Bekämpfe Feuerbälle mit Explosion. Ohne die Unterstützung des Phantomkönigs, aber mit dem zufriedenen Jubel eines arroganten Ratgebers, beginnt die Quest nach der Krone Adanias in Mayhem am Fuße des fast fertigen Turms der Hochzauberzunft. Gut. Mission 1 von Kapitel 4. Wie immer, keine Leitern, Spieleranzahl 1. Warum auch immer ich die Spieleranzahl auf 1 immer setze. Naja. Und Bal ist Stufe 13. Naja, das ist auch in Ordnung eigentlich. Gut. Dann starten wir mal. All through the journey from Hellfire Mountains to the Central Plains, Oscar has been busy figuring out how to conquer Ardania without the assistance of the Phantom King. And honestly, what he's come up with is not kitten poo. You have established your dungeon within the limits of Mayhew City, not more than a short dig from the area beneath the Tower of High Wizardry. The tower is still under construction, and if you succeed in your plans, next week's grand opening will be postponed for a very long time. Okay. Imagine, here we are in Mayhew, not more than a day's ride from the craphead who never thought me capable of anything. Ha! I've proven him wrong, haven't I? And I will prove him dead wrong before this is over. Poor little rich man. Someday I'll introduce you to my dad. Although I must say that being married has made me see both my mother and the craphead in a new light. Can't be easy being married to a man with ambition, and it's certainly not easy being that man. Lately, I've gotten at least one message a day from my darling wife. And the last one she threatened to, and I quote, knock the brains out of Bedouin. Ah, send us some flowers and a barrel of lard. Anyway, let's go over the plan again. In order to rise as the Lord of the Kings and to hold on to the throne after capturing it, we need to destabilize the current regime. We start here in Mayhew by blowing up the nearly finished Tower of High Wizardry. Then we move on to take care of the City Council and the headquarters of the KBI. Yep, okay. Sounds like a plan, all right. Your task is to take the powder barrels we stole from the fleeing Dwat forces and place them directly below the base of the tower. Ha ha! Soon it will be raining witches and bearded old men all over the Central Plains. Okay. Lady Luck is winking saucily at us, Death Slayer. There's a corridor leading from our dungeon to precisely the right spot, and the construction crew has left us a cart we can use to push the barrels in place. Loco Pocomores. Okay, die Map sieht so aus, als ob es dieselbe ist.
Ah, ich denke mal, damit können wir leben. Wenn wir so graben. Ja. Graben wir mal so. Dann haben wir nämlich hier noch Platz für Vorratslager. Genau. So, aber erstmal muss unser Hort hier platziert werden. Oh, wie schön es ist, wieder mit Teufelseinheiten spielen zu können. Deathslayer, one of our minions has spotted a group of goblin shamans standing around in the dungeon. They look as though they are waiting for something. Maybe you should send a squad to check them out. Ja. So, graben wir erstmal hier frei. Ja, wir müssen hauptsächlich hier oben und hier drüben bauen. Weil hier ist unser Platz ziemlich knapp bemessen. Hier können wir die Vorratslager platzieren und die Schatzkammern. Wobei es wieder doof ist, dass die auf der Seite sind. So. Erst einmal wie immer den Speer freischalten und den Übungsraum. So, den Hort besetzen und mal unseren ersten Trupp ausbilden. So. Ach so, und dich mal freigeben, damit das mit dem Material hier nicht so verschwendet wird. Die Pilze können wir uns auch im Nachhinein besorgen. So. Besetzt lieber mal die Küche. Und gib den Jungs was zu futtern. Ja, das ist doch viel besser als dieses ständige Opfern. So, Materialmission hier. Wir brauchen Materialien. So. Ist die Frage, baue ich als nächstes den Trainingsraum einfach mal hier hin? Der müsste da irgendwo hinpassen. Dann könnte ich mich nämlich dann da rein buddeln. Oder baue ich erst eine Vorratskammer? Ich glaube, ich baue erst die Vorratskammer, dann kann nämlich der Pilzraum wieder arbeiten. Oder wie heißt das? Ja, das heißt Vorratskammer, das Ding. Gibt es hier oben was Interessantes drin eigentlich? Außer Rattenmenschen. Eine Kiste. Sieht aus wie eine Kiste, in der... ja, in der so ein Feuerhexenmeister wartet. Anders als die Kiste, da kann alles Mögliche drin sein. Das habe ich mittlerweile auch begriffen einigermaßen. Na, die Jungs sehen etwas heftiger aus. So, ich habe 3 Punkte. Also einmal die Auffassungsgabe freischalten. Und den Trupp gleich nochmal Materialien besorgen schicken. So. Dann macht mal die Bude frei. Baal, noch 2 neue Arbeiter. Es ist auf jeden Fall angenehmer, dass Baal nicht ständig Arbeiter beschwören muss, wenn ich die opfern muss. So, jetzt kann der Pilzraum auch wieder arbeiten. Und mit den 30 kann ich gerade nichts anfangen. Ich brauche leider 50. 50 kriege ich. Und dann baue ich den Übungsraum. Oh, den Extraktor, den bräuchte ich auch. Den könnte ich beispielsweise hier irgendwo dran platzieren. So, hier den Extraktor hin. Der ist, glaube ich, gerade wichtiger als der, Übungsraum. So. Dass wir so schnell wie möglich anfangen können, Helden zu extrahieren.
So. Hier könnten wir dann auch noch einen Raum hinbauen. Das würde gehen. Wahrscheinlich die Spelunke am besten. Dass wir alles so ein bisschen zentral haben. So, können wir euch schon wieder auf eine Materialmission schicken? Na, die läuft gerade erst aus. Aber die da ist noch frei. So. 40 Pilze haben wir bereits. Und schwupp. Noch einen mehr. So, noch ein DEC-Point. Oh, den kann ich mir ja ganz leicht verdienen. Baal. Adaba Kadabra. Sprengt Truthähne. Warum es auch immer Truthähne sein müssen. So.